Ah, das war natürlich ziemlich witzig. Jetzt haben wir gedacht, den nächsten, den neuen sozusagen, den haben wahrscheinlich besonders die Kärntnerinnen und die Kärntner gewählt, die werden gesagt haben, schnell, kommen wir mal schnell auf die Bühne. Ja, der Witz rennt endlich. Okay, gut, ich sehe schon, es braucht jemanden da an der Spitze bei dem Team mit all dem, was wir da heute hier präsentiert haben, der Durchsetzungskraft hat, der das Herz am richtigen Fleck hat, der Geduld hat, der Verhandlungsgeschick hat, der Fingerspitzengefühl hat. Und das ist der designierte Obmann. Meine Damen und Herren, begrüßen wir ihn ganz, ganz herzlich bei uns auf der Bühne. Unser designierter Obmann, Stefan Schnell. Zunächst einmal gratuliere Peter zu dem Wortwitz, wirklich sehr einfallsreich. Habe ich noch nie gehört, wie du dir vorstellen kannst. Danke vor allem euch für diesen herzlichen Applaus. Ich kann euch sagen, das tut wirklich gut. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin ziemlich aufgeregt, den ganzen Tag schon. Es gibt wahrscheinlich in dem Raum nur eine Person, die noch nervöser ist als ich, und zwar ist es meine Mutter, die gemeinsam mit meinem Papa hat extra aus Salzburg angereist, um mich zu unterstützen. Danke für die Unterstützung. Ja, für mich ist das heute ein ganz besonderer Tag, nach 10 Jahren in der jungen ÖVP. Beim Rückblicksvideo habe ich schon ein bisschen feststellen müssen, die Haarpracht wird leider Gottes ein bisschen weniger. Es ist ein bisschen frustrierend, wenn man feststellen muss, dass der Chef der Mutterpartei geschätzt doppelt so viel Haare hat wie der der Jugendorganisation. Aber es ist gut, wenn es Jüngere in unserem Team gibt, die noch weniger Haare haben als ich. Gell, lieber Schrotti? Schrotti, du verzeihst mir den Schmäh auf deine Kosten, gell? Mit dir kann man es machen. Ja, Freunde, ich kann mich noch genau erinnern, als ich vor circa 10 Jahren nach Wien gekommen bin. Das war eine große Umstellung. Ich komme aus einer ländlichen Gemeinde, Waldsitzenheim, und bin da plötzlich in dieser großen Stadt. Wir haben andere Mehrheitsverhältnisse da in Wien. Es gibt eine rot-grüne Mehrheit, der Gernot weiß es, noch. In meiner Gemeinde ist der ÖVP-Bürgermeister mit 70% gewählt worden. Auch er ist heute hier, lieber Joachim Meislinger. Danke für die Unterstützung und für den Rückenwind aus meiner Gemeinde. Ja, liebe Freunde, in Wien war ich am Anfang ziemlich auf mich allein gestellt. Ich war aus meiner Matura-Klasse der Einzige, der nach Wien gegangen ist. Und plötzlich habe ich bei einer Jus-Vorlesung meinen ehemaligen Bundeswehrkameraden getroffen. Und zwar war das der Georg Schwinghammer. Der Georg ist heute auch bei uns. Der Georg hat heute seinen 30. Geburtstag. Georg, ich glaube, das ist eine Fügung des Schicksals und möchte an dieser Stelle recht herzlich gratulieren. Ja, irgendwo da hinten sitzt er. Er scheut ein bisschen das Rampenlicht, aber das ist kein Problem. Und jedenfalls war der Georg damals Bezirksobmann der jungen ÖVP in Währing. Und er hat zu mir gesagt, was Stefan, komm mal mit zur jungen ÖVP. Ich politisch nicht vorbelastet, der JVP aber nicht abgeneigt, weil wir haben bei uns in Waldsitzenheim, der Bürgermeister weiß es, unsere JVP Grillparty. Und da hat es lange und lustige Abende gegeben und hat mir gedacht, ja, das schauen wir mal an. Und da komme ich dorthin, zur jungen ÖVP Wien, die meisten sehr adrett gekleidet, im Sakko. Und ich kann mich noch erinnern, als ich zum Georg gesagt habe, du Georg, bei uns in Wals schauen die JVPler ein bisschen anders aus. Und der Georg hat dann gesagt, nein, das ist ein besonderer Anlass, weil heute wird der Landesobmann nämlich gewählt. Ich habe dann rückblickend festgestellt, das ist kein besonderer Anlass. Die jungen ÖVP Wiener, die kommen generell ein bisschen fescher daher. Wien ist anders, sagt man immer, Nico, aber das ist gut so. Und man sagt JVP, nicht JVP. Ja, das war eine gewisse Umstellung für mich. Und der Landesobmann sollte damals ein gewisser Sebastian Kurz sein. Das war das erste Mal, als ich diesen Namen gehört habe. Und ich kann mich erinnern, die Stimmung und die Herzlichkeit bei dieser Veranstaltung, die haben mich wirklich tief beeindruckt. Ich bin aber nur ein Kleinmitglied geworden, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, aus Salzburg, wenn man da so aus Westösterreich nach Ostösterreich kommt, braucht es eine gewisse Zeit, dass man sich umstellt. Jetzt werden die Tiroler sagen, was redet der Salzburger da über Westösterreich?
wir sind offiziell Mitglied der Westachse, sagt mein Landeshauptmann immer, insofern erlaube ich mir das heute. Ich bin jedenfalls noch nicht gleich Mitglied geworden. Es hat noch ein bisschen gedauert. Ich habe nämlich ein Schlüsselerlebnis mit der jungen ÖVP gehabt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich tatsächlich Mitglied geworden bin. Und zwar war das unsere Kampagne für die 24-Stunden-U-Bahn. Und damals ist es darum gegangen, dass wir wollten, dass von Freitag bis Sonntag die U-Bahn durchfährt. Das war in anderen europäischen Hauptstädten der Fall, nur in Wien war das nicht so. Der Bürgermeister war von dieser Aktion wenig begeistert. Wir haben ihm dann erklärt, das ist billiger, das ist sicherer. Er hat gesagt, das ist mir wurscht. Vielleicht wenig verwunderlich, wenn man sich Dienstagmittag ins Wochenende verabschiedet. Dann interessiert es einen herzlich wenig, wenn die U-Bahn am Freitag bis Sonntag durchfährt. Aber wir haben uns jedenfalls nicht unterkriegen lassen und haben das weiter intensiv kampanisiert. Und der Bürgermeister hat sich dann, dazu durchgerungen, dass er das zur Volksbefragung stellt. Und die Wienerinnen und Wiener haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen. Und plötzlich war in Wien die 24-Stunden-U-Bahn durchgesetzt. Bis heute ist das der Fall, Freunde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich wirklich ein prägendes Erlebnis, weil ich gemerkt habe, man kann wirklich was bewegen in der jungen ÖVP. Man kann tatsächlich was umsetzen. Und liebe Freunde, wie haben wir das erreicht? Wir haben das erreicht, weil wir gemeinsam und aus Überzeugung mit Leidenschaft für etwas gekämpft haben. Und das ist es, was die junge ÖVP für mich auszeichnet, liebe Freunde. Ja, neben meinem Engagement in der Gemeinde und im Bezirk war ich dann vor allem auf europäischer Ebene aktiv. In der jungen Europäischen Volkspartei Vizepräsident, ein Nachfolger von Gernot Blümel in der Funktion. Freut mich an dieser Stelle, dass so viele internationale Gäste gekommen sind. Wir sind super aufgestellt mit Markus Batscheider, unserem internationalen Sekretär, mit Jim Lefebvre, der erstmals First Vice President sein darf, der jungen Europäischen Volkspartei. Und im Leitantrag ist das Thema Europa das größte von allen und das umfassendste. Und liebe Freunde, wir haben eine große Tradition, wenn es um Europa geht. Wir waren nämlich die, die vor 30 Jahren den Antrag im österreichischen Parlament gestellt haben, wo es darum gegangen ist, dass Österreich der europäischen Gemeinschaft beitritt. Das war immerhin 10 Jahre, bevor Österreich wirklich beigetreten ist. Und das war extrem unpopulär damals. Da waren nicht alle begeistert von der Europäischen Union. Viele sind es heute auch nicht. Wir müssen es besser machen, keine Frage. Und damals war unser Bundeshauptmann Ottmar Karas. Lieber Ottmar, du hast damals schon Weitsicht bewiesen. Und in dieser Tradition ist dann auch unser Sebastian Außen- und Europaminister geworden. Und eines muss uns bewusst sein, liebe Freunde. Wir sind die letzte Generation, die Großeltern hat, die den Krieg selber miterlebt haben. Und jetzt ist die Europäische Union das größte Friedensprojekt auf diesem Kontinent. Und ich glaube, es ist unsere Pflicht, dass wir diese Geschichten weitererzählen und für dieses Friedensprojekt kämpfen, liebe Freunde. Ja, und wie bin ich dann überhaupt hauptamtlich in die Politik gekommen, neben dem ehrenamtlichen Engagement? Ich habe dann nach meinem Studium die Gerichtspraxis am Bezirksgericht in Favoriten gemacht. Das war eine super Erfahrung für mein politisches Leben, wie man sich vorstellen kann. Kein leichtes Pflaster an der Stelle für unsere Gesinnungsgemeinschaft. Umso bemerkenswerter ist es übrigens, dass einer von uns es geschafft hat, genau dort, nämlich in Favoriten, das ist der Wahlkreis Wien-Süd, ein Grundmandat zu erringen. Lieber Nico Marchetti, herzliche Gratulation zu diesem großen Erfolg der jungen ÖVP Wien. Ja, und als ich dort so meine Gerichtspraxis mache, ruft mich dann plötzlich der Sebastian Kurz an. Ich hebe ab und er sagt, Stefan, ich brauche einen neuen Generalsekretär. Darauf habe ich gesagt, ja super, mir fällt jetzt keiner ein, aber suchen wir halt an. Er hat gesagt, na, du musst das machen. Und ich habe gesagt, ja, ich mache da gerade Gerichtspraxis, wie lange habe ich denn Zeit? Er hat gesagt, bis morgen Mittag. Also jeder, der den Sebastian kennt, weiß, das ist in seinen Maßstäben ein sehr langer Entscheidungsraum. Aber ich habe dann aus voller Überzeugung zugesagt, weil für mich das natürlich eine große Chance war, mich zur Gänze meiner Leidenschaft, die ich da entwickelt habe, zu widmen. Habe dann auch mit meinen Vorgängern gesprochen, mit der Bernie Thaler, mit dem Dominik Dauerböck und mit dem Axel. Und der Axel hat dann gesagt, Schnölli, das ist der schönste Job der Welt, du musst ihn annehmen.
Und Axel, ich kann nur sagen, Axel, du hast recht behalten, es war bis jetzt mein schönster Job in meinem Leben. Und Freunde, es freut mich extrem, euch jetzt ankündigen zu dürfen, dass es jemanden Neuen gibt, der sich auf diesen schönsten Job der Welt freuen kann. Und zwar haben uns mein Team und ich darauf geeinigt, dass sollten wir gewählt werden, eine Person Generalsekretärin wird, die ihr alle kennt, habt ihr alle schon E-Mails gelesen von ihr, und zwar ist das die Laura Sachslehner. Also der Applaus hätte dann erst später kommen sollen, aber Laura, das zeigt, dass du durchaus schon akzeptiert bist. Und das völlig zu Recht, weil du, so wie wir in Salzburg sagen, ein Arbeitsviech bist, Laura. Du bist unheimlich engagiert auf eine sehr charmante Art und Weise. Ihr kennt sie, sie ist immer erreichbar zu ihren üblichen Bürozeiten, von Montag bis Sonntag, 0 bis 24 Uhr. Liebe Laura, danke dir für deine Unterstützung. Ich bin mir sicher, du wirst eine großartige Generalsekretärin werden. Ja, und was haben wir alles gemeinsam erlebt? Unzählige Veranstaltungen, tausende Kilometer durch ganz Österreich. Wir haben uns auch vernetzt auf vielen Ebenen. Wir haben die Jungbürgermeister gegründet, Luki Michelmeier, danke für die Initiative, den Club der Abgeordneten mit der Martina und dem Patrick. JVB Urban haben wir gegründet, danke für die Initiative Lollo und Johanna. Wir haben endlich einen zweiten Jugendvertreter in der Pensionssicherungskommission. Lieber Zolle, an der Stelle, danke für dein Engagement in der Bundesjugendvertretung. Wir wissen, es ist gar nicht so leicht, wenn man sich immer mit den Linken da so matchen muss. Du machst das wirklich großartig. Ja, und wir haben vor allem, und das ist wahrscheinlich das wichtigste Ziel, das wir erreicht haben in den letzten 2,5 Jahren, eine Einigung bei den Vereinsfesten erzielt. Und ich möchte mich da im Speziellen bei 3 Personen bedanken. Der eine ist der Michi Strasser, unser ehemaliger Landesgeschäftsführer von Niederösterreich. Der andere ist die Hanni, die leider schon weg ist. Gratulation, danke Hanni an dieser Stelle. Und natürlich eine Person, die ohne die es nicht gegangen wäre, und zwar ist das der Gust Wöginger. Gust, danke dir, danke auch, du kümmerst dich immer so fürsorglich um deine JVBler und es ist eine große Freude, mit dir im Parlament zusammenzuarbeiten. Ja, und dann war es plötzlich Mai 2017. 2017, ein denkwürdiges Jahr, das wir wahrscheinlich alle niemals vergessen werden. Die Große Koalition ist am Ende und der Sebastian wird Parteiobmann. Und wir haben wahrscheinlich den wichtigsten Wahlkampf der jungen ÖVP in unserer Geschichte vor uns. Und ich kann mich noch erinnern, als der Sebastian zu mir gesagt hat, Stefan, ihr seid der Motor dieser Bewegung, bitte haut euch ordentlich rein. Und Freunde, ich darf berichten, der Motor ist angelaufen. Wir haben richtig Gas gegeben. Wir haben 175 Kandidaten ins Rennen geschickt. Wir waren die tragende Säule im Team Kurz. Wir haben Hausbesuche, Verteilaktionen, Türhängeraktionen, Landschaftswerbung. Egal, wohin man geschaut hat, haben JVBler organisiert. Und egal, wo man hingekommen ist, ein JVBler war bestimmt schon dort. Und ich kann sagen, Freunde, die Bilanz kann sich wirklich sehen lassen. Wir haben nämlich sage und schreibe 8 JVB-Mandatare. 4 Männer, 4 Frauen. Und, liebe Freunde, wir haben 7 Abgeordnete unter 30, mehr als alle anderen Fraktionen zusammen, liebe Freunde. Aber, liebe Freunde, woran werden wir gemessen? Ist es die Anzahl unserer Mandatare? Sind es unsere Mitgliedszahlen? Sicher nicht. Freunde, wir werden einzig und allein daran gemessen, ob wir was weiterbringen für die jungen Menschen in unserem Land. Und unsere Rolle wird sich jetzt verändern. Wir werden nämlich vom Ideengeber auch in der Bundesregierung zum Umsetzer werden müssen. Und eines ist auch klar, trotz
oder wegen dieser Stärke, die wahre Stärke, und der Bernhard hat es heute schon angesprochen, der jungen ÖVP liegt mit Sicherheit in unseren Gemeinden. Wir haben tausende Gemeinderäte in ganz Österreich, die sich tagtäglich für die Probleme der jungen Menschen einsetzen, und ich möchte euch an dieser Stelle mal recht herzlich danken für euer Engagement in unseren Gemeinden und Ortschaften. Es ist großartig, was ihr dort leistet, Freunde. Und ich kann mich noch erinnern, als der Wahlkampf zu Ende war, haben wir im Wald sitzen, haben damals meine Plakate abgebaut, und damals ist eine ältere Frau zu mir gekommen und hat gesagt: Herr Schnöll, ich habe immer die ÖVP gewählt, aber ich habe mir geschworen, sie nie wieder zu wählen, nachdem was passiert ist in der Großen Koalition, die Streitereien etc. Aber ich habe mich dazu entschieden, dem Sebastian Kurz und seinem Team noch einmal eine Chance zu geben, die letzte Chance. Bitte macht was draus. Und Freunde, ich bitte euch heute, machen wir etwas draus. Das sind wir den Menschen schuldig in unserem Land. Ja, und in welchen Zeiten leben wir überhaupt? Was sind die Herausforderungen, mit denen die junge ÖVP konfrontiert ist? Das ist mit Sicherheit ein Vertrauensverlust gegenüber allen Autoritäten, gegenüber Lehrern, der Kirche, der Polizei, wie manche Menschen mit Polizisten reden, hätte es wahrscheinlich früher nicht gegeben. Ja, und vor allem ein Vertrauensverlust gegenüber der Politik. Und ich glaube, dem kann man nur mit einem begegnen, und der Sebastian hat es vorgeführt, nämlich einem neuen Stil. Einem neuen Stil des Miteinanders, Freunde, damit wir dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen können. Weil derzeit vertrauen Menschen weniger Menschen, sondern vertrauen wahrscheinlich schon eher Geräten als sich selbst. Oder vertrauen mehr Geräten oder Maschinen als sich selbst. Man merkt es in der Medizin, das ist vielleicht eine großartige Entwicklung. Man merkt es auch bei Navigationsgeräten zum Beispiel. Man fährt vorher eher dem Navigationssystem nach als dem altbewährten Schleichwegerl. Einige haben das vielleicht erlebt am Weg her in die Werft. Ja, und die Digitalisierung, jetzt lachen einige, ja, ist anscheinend wirklich vorgekommen. Und die Digitalisierung, Freunde, ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Harald Mara, der ausgewiesene Experte zu diesem Thema, ist heute bei uns. Die Frage ist, möge die Macht mit dir sein, lieber Herr. Welche Jobs werden wir einmal haben, Freunde? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und eines ist klar, bei der Technologisierung wird unser duales Ausbildungssystem trotzdem immer wichtiger. Und wir müssen schauen, dass die Lehre dadurch attraktiver wird, weil derzeit ist sie es nicht. Wir haben überall offene Lehrstellen. Wir brauchen mehr Durchlässigkeit. Einige der Programmpunkte sind schon erwähnt worden. Wir brauchen endlich ein Stipendium für die Meisterprüfung, damit die Lehre endlich wieder attraktiver wird, Freunde, weil Lehrlinge sind keine billigen Arbeitskräfte, sondern sind die Facharbeiter der Zukunft. Und so müssen wir sie auch behandeln, liebe Freunde. Ja, und die Schnelllebigkeit. Ist auch ein großer Trend, den wir Junge vor allem spüren. Bei jeder Gelegenheit immer gleich das Handy aus, so sich vernetzen, Facebook, Instagram. Jetzt hätte ich fast StudiVZ gesagt, das ist schon ein Zeitl her, gibt es nicht mehr. Einige wahrscheinlich da schon. Keine Zeit zum Reflektieren. Landflucht, großes Thema. Die Urbanisierung, der Nico hat es angesprochen und der Patrick. Die Städte werden immer größer, im Gegenzug dazu sterben einige Gemeinden leider Gottes aus. Und gleichzeitig gibt es aber trotzdem eine tiefe Sehnsucht nach einer Gemeinschaft, einer Geborgenheit, nach Heimat. Jetzt verwenden plötzlich politische Parteien das Wort Heimat, von denen hätten wir es nie geglaubt. Trachten erleben wir einen Aufschwung. Bei uns in Salzburg geht man generell in der Tracht außer Haus, mein Bürgermeister kann es bestätigen, in anderen Bundesländern eher zur Party. In Oberösterreich hat die Tracht auch eine große Tradition. Wir haben gerade Heimatland mit der Claudia gefeiert. Gstanzl singen, großartige Veranstaltung an dieser Stelle. Gstanzl-Battle hat es dort sogar gegeben. Also wer bei der Party vielleicht nur lang genug ausharrt, der wird es vielleicht nur erleben, dass der Higi in der Disco noch das eine oder andere Gstanzl zum Besten gibt. Ja, Freunde, und die größte Herausforderung oder eine besorgniserregende Entwicklung, die ich da spüre, ist eine Individualisierung. Und zwar merkt man das, wenn die Menschen aus dem Haus gehen, gleich die Kopfhörer im Ohr. Man will ja nicht angesprochen werden am Weg in die Arbeit, in die Schule, zum Ausbildungsplatz. Und leider Gottes auch eine gewisse Entsolidarisierung, die man merkt, wenn Schaulustige bei Unfallsorten plötzlich einfach nur vorbeifahren, vielleicht sogar noch das Handy auszutun und,
und Videos davon machen, anstatt zu helfen. Freunde, ich glaube, es ist unsere Pflicht als junge ÖVP, dass wir dem was entgegensetzen, und das tun wir bereits, nämlich mit unseren Veranstaltungen quer über das ganze Bundesgebiet, Promühle, Maibitz, Waldinger Waldfest, Wald- und Wiesenfest, politischer Aschermittwoch, Drummer Bierfest und vieles mehr, liebe Freunde. Diese Liste lässt sie endlos fortführen. Und darauf können wir stolz sein. Weil ich glaube nämlich, dass es keine Selbstbespaßung ist, natürlich ist es lustig, sondern in erster Linie ein Dienst an der Gemeinschaft, liebe Freunde. Und ich glaube, das ist in Zeiten der Landflucht unsere Pflicht, dass wir als junge ÖVP dafür sorgen, dass die Gemeinden jung und lebendig bleiben, liebe Freunde. Anderes Thema ist die Vollkasko-Mentalität. Es ist schon angeklungen im Leitantrag. Es gibt eine riesige Erwartungshaltung von manchen Menschen, was die Leistungen des Staates anbelangt. Von der Bildung über die Kinderbetreuung bis zur Pflege und zur Pension, der Staat soll am besten alles leisten und das bei gleichzeitigen steigenden Staatsausgaben. Und der Schuldenrucksack für uns Junge wird immer mehr. Alles soll der Staat leisten, getreu dem Motto, hol dir, was dir zusteht, wie wir es im Wahlkampf gehört haben. Freunde, wenn Leute sagen, hol dir, was dir zusteht, dann müssen wir als junge ÖVP entgegenbrüllen, nämlich unseren anderen Zugang, geben wir unserem Land wieder mal etwas zurück. Und ich brauche jetzt nicht John F. Kennedy zu zitieren, das kennt sie alle, und zwar durch unser ehrenamtliches Engagement. Und viele von uns sind bei der Rettung, bei der Freiwilligen Feuerwehr. Was ihr leistet, ist großartig. Ohne euch könnte dieser Staat nicht mehr funktionieren, liebe Freunde. Ja, und wir leben in einem großartigen Land, das glaube ich muss man nicht erwähnen, wir erleben einen unglaublichen Wohlstand. Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt und wenn es einem so gut geht, dann nimmt man gewisse Entwicklungen oder gewisse Zustände als selbstverständlich an. Und das ist mit Sicherheit die Demokratie und das Recht auf Meinungsäußerung. Und ich möchte euch jetzt zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, warum mir das Thema Demokratie und Meinungsäußerung so wichtig ist. Und zwar spielt es in der Ukraine 2014. Damals hat sich die ukrainische Führung dazu entschieden, sich von der Europäischen Union wegzuentwickeln. Man hat das Assoziierungsabkommen aufgekündigt. Das hat zu Protesten geführt von jungen Menschen. Ich war damals Vizepräsident der Jungen Europäischen Volkspartei. Und wir haben zwei Schwesterorganisationen in der Ukraine. Und eine davon ist die Democratic Alliance. Vertreter sind heute auch hier. Und ich kann mich erinnern, dass uns diese Schwesterorganisation immer am Laufenden gehalten hat über die Entwicklungen dort. Und als es dann immer schlimmer worden ist, haben wir dann auch eine Beobachtermission dorthin gesendet, um uns selber ein Bild zu machen. Und es war desaströs, wie man sich vorstellen kann. Wir haben unsere Solidarität bekundet. Und als wir dann wieder nach Hause geflogen sind, hat uns dann plötzlich ein Anruf erreicht von unserem Vorsitzenden der Democratic Alliance, dass zwei unserer Mitglieder im Alter von 24 und 25 Jahren bei diesen Protesten ums Leben gekommen sind. Und zwar nicht nur ums Leben gekommen, Freunde, sondern durch gezielte Schüsse ermordet worden sind, weil sie ihr Recht auf Meinungsäußerung ausgeübt haben. Und das sollte uns zu denken geben und das hat auch unsere Perspektive verändert. Und ich kann mich erinnern, als ich dann diese Proteste im Fernsehen verfolgt habe, habe ich dann plötzlich ein Bild gesehen, wo ein Schild inmitten dieses Maidanplatzes gelegen ist, was augenscheinlich einem Demonstranten gehört hat. Und auf diesem Schild ist ein Satz oben gestanden, der hat sich in mein Gedächtnis gebrannt. Und zwar war das der Satz, Democracy starts with you. Demokratie beginnt mit dir. Das war die Botschaft dieser jungen Ukrainer an ihre Landsleute. Und Freunde, ich glaube, dass es unsere Pflicht ist, als Jugendorganisation, als politische Jugendorganisation dafür einzusetzen, dass Wahlen möglich sind. Dass man seine Meinung äußern kann als Wahlbesitzer, als Kandidat, als Wahlhelfer, was auch immer, Freunde, das sind wir denen schuldig, die im Kampf für die Demokratie ihr Leben lassen mussten. Ja, Freunde, Demokratie beginnt mit uns. Wir haben wieder einige Wahlen vor uns. Morgen wird in der Stadt Salzburg gewählt. Beste Grüße an unseren Kandidaten Harry Bräuner von dieser Stelle. Und vor allem wird in Niederösterreich gewählt. Und
Wir haben gerade gestern und vorgestern unsere JVB-Kandidaten präsentiert und ich möchte euch allen, die da heute im Raum sind, herzlich zu dieser Entscheidung gratulieren. Danke für euren Beitrag zur Demokratie. Liebe Hanni, mit diesem Team kann nichts mehr schiefgehen. Ich bin der festen Überzeugung und so wie ich die JVB Niederösterreich kenne, wird sie bis zum Schluss kämpfen und wir werden ein ordentliches Ergebnis einfahren. Ja, und zum Abschluss möchte ich mich noch bei einer Person bedanken, ohne die ich heute nicht hier wäre. Nicht meine Mutter und mein Vater in dem Fall, sondern einer Person, der ich persönlich und vor allem diese Organisation sehr viel zu verdanken hat. Sebastian, die junge ÖVP wäre nicht das, was sie ist, ohne dich. Du hast sie geprägt wie wahrscheinlich kaum einer vor dir. Die junge ÖVP wird immer dein Zuhause sein und ich kann dir von dieser Stelle versprechen, wir werden immer hinter dir stehen, auch wenn es einmal nicht gut läuft, Sebastian, weil das ist unsere Eigenschaft, Loyalität bis zum Schluss und ich kann es dir versprechen, genau dann wird die junge ÖVP hinter dir stehen. In diesem Sinne, liebe Freunde, gibt es viel zu tun, packen wir es gemeinsam an. Stefan, Claudia, Nico, Raphael, Melanie, Bernhard, Dominik, Patrick, Lukas und auch die Geschäftsführerin Laura, bitte zu uns auf die Bühne. Das ist das Team, das zur Wahl steht. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an, Stefan Schnell und das Team der JVB. Die Selfies gemacht werden. Es ist Zeit, zur Wahl auch zu schreiten. Und deshalb dürfen wir jetzt den Parteitag unterbrechen, damit auch dieses Team gewählt werden kann. Draußen beim Zelt, dort stehen auch die Wahlkojen. Wir bitten alle Delegierten mit ihren Delegiertenkarten dann zu den Wahllokalen zu kommen. Jeder bekommt 2 Stimmzettel und ein Kuvert, ein Stimmzettel mit dem Bundesvorstand und ein Stimmzettel mit dem Schiedsgericht und dem Finanzprüfer. Wer mit diesem Vorschlag einverstanden ist, einfach in das Kuvert einwerfen. Wir unterbrechen jetzt den Parteitag für ungefähr 10, 15 Minuten und dann geht es gleich hierinnen weiter mit Teil 2 unseres Parteitages. Schön, dass ihr heute da seid. Wir machen ein paar Takte Musik, ein bisschen Pause und in 10, 15 Minuten geht es hierinnen wieder weiter, nachdem der Parteitag wieder aufgenommen wird.